In der Landesleitstelle wurde am frühen Nachmittag das weitere Vorgehen im Hinblick auf die Verringerung des Infektionsrisikos mit der Krankheit Covid-19 Coronavirus besprochen. Wir können heute feststellen, dass wir noch keinen Infektionsfall haben in Südtirol. Alle bisher verdächtigen Fälle haben sich als negativ erwiesen, also keine Infektion mit einem Coronavirus. Das ist gut, das ist eine positive Situation. Wir bereiten uns aber für alle Eventualitäten vor. Es ist eine Verordnung erlassen worden in Bezug auf die Kleinkinderbetreuungseinrichtungen, Universität, Claudian und so weiter. Und wir erlassen eine Reihe von Empfehlungen an die Bevölkerung, auch was öffentliche Veranstaltungen anbelangt. Dort gilt es zu vermeiden, dass sich eine große Zahl von Personen gleichzeitig in geschlossenen Räumen für längere Zeit aufhält. Das würde das Risiko erhöhen. Es geht grundsätzlich darum, jetzt nicht in Panik zu verfallen. Das ist absolut nicht angebracht. Es geht darum, dass man sich an die Empfehlungen hält, wie bei jeder Grippe auch, eben auch vor allem was die Hygiene anbelangt, um das Risiko zu minimieren. Ab Dienstag, den 25. Februar, ist die grüne Nummer unter 800-751-751 für jegliche Auskunft von 8 bis 20 Uhr aktiv. Wir haben jetzt so entschieden, wie bereits auf staatlicher Ebene vorgegeben ist oder schon Praxis ist, dass das Koordinieren dieser, sagen wir, Ausnahmesituation von einem Thema, das eigentlich ein sanitäres Thema, ein Gesundheitsthema ist, zum Zivilschutz, und somit wird die Landesleitstelle jetzt eben auch in dem Sinne aktiv, dass hier die Koordination übernimmt und auch die entsprechenden Entscheidungen übernimmt. Der Sanitätsbetrieb fordert alle Betreiber von Beherbergungsbetrieben auf, über die Anwesenheit von Gästen zu informieren, die aus den Risikogebieten in der Lombardei und in Venetien kommen. Wir werden jetzt die Hoteliere bitten, dass man uns, also dem Sanitätsbetrieb, mitteilt, wenn Gäste aus diesen Risikozonen kommen, Risikozonen Norditaliens, die der Staat identifiziert hat, das betrifft die Lombardei und das Veneto, einige Gemeinden, 11 Gemeinden genau, wenn aus diesen Gemeinden also Patienten hier, Touristen hier in Südtirol anwesend sind, dann werden wir diese kontaktieren und schauen, ob es eine Symptomatologie gibt, wie wir sie eventuell unterstützen bzw. auch behandeln müssen. Ziel der Maßnahmen ist es, eventuelle Infektionsfälle so gering wie möglich zu halten und so jede Ausbreitung des Virus von vornherein eindämmen zu können. Die Vorgehensweise für eventuelle Fälle, und das ist wichtig, mir als Botschaft zu senden, und hier ein großes Kompliment an allen, die beteiligt waren an dieser Erarbeitung. Hinter den Kulissen ist ja wirklich stundenlang, über Tage und Wochen lang gearbeitet, um eben die Protokolle zu definieren, jeden kleinen Ablauf wirklich im Detail zu eruieren, dass man wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Sanitätsdirektor Pier Paolo Bertolli hob hervor, dass in Südtirol derzeit kein einziger Fall eines Infektes mit Coronavirus besteht und dass sich alle 9 Verdachtsfälle nach einem innerhalb von 24 Stunden doppelt durchgeführten Screening als negativ erwiesen haben.